Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem, meiner Meinung nach, recht krassen News-Video. Wir reden heute über den, ja, Untergang, kann man das so sagen, über den, ja, über das Ende eines der größten deutschen Anime-Streaming-Dienste, die es gab. Eines der ersten, wenn nicht sogar dem ersten, ich bin mir gar nicht zu 100% sicher, Anime-Streaming-Dienst in Deutschland. Wir reden über das Ende von Anime On Demand. Es ist passiert, Leute, heute wurde offiziell verkündet, dass Anime On Demand nicht länger bestehen bleibt. Ab dem 8. Dezember 2021 wird Anime On Demand als Plattform nicht mehr vorhanden sein, wird vom Netz genommen und damit ändert sich, ja, so einiges könnte man sagen, beziehungsweise einige Sachen ändern sich, die anderen, ja, nur andere würde sagen, so krasse gravierende Änderungen sind das gar nicht. Was dieses Ende von Anime On Demand für die euch, also einige der Abonnenten, für Anime generell in Deutschland bedeutet, etc., darüber möchte ich in diesem Video mit euch reden. Ich will gar nicht so sehr auf die Details eingehen, ja, was erwartet jetzt die Leute, die noch Abos da haben oder sich Folgen gekauft haben, da kann ich vielleicht ganz kurz drauf eingehen gleich. Es soll eher darum gehen, was ich vielleicht auch mit Anime On Demand verbinde und wie das Ganze jetzt weitergeht, denn es hat natürlich einen Grund. Warum geht Anime On Demand vom Netz als eine der ersten legalen Streaming-Dienste, die es so im deutschsprachigen Raum gewesen hat? Fangen wir damit, glaube ich, einfach mal an, denn die Antwort kann sich der ein oder andere von euch schon denken und vor allem könnt ihr euch das schon denken, wenn ihr meine Streams verfolgt habt in den letzten Monaten, muss ich ja sagen. Das war nämlich schon öfters Thema, dass wir darüber geredet haben. Es ist nämlich so, dass vor einigen Monaten, mittlerweile ist es, glaube ich, sogar schon ein Jahr in diesem speziellen Fall her, dass Crunchyroll, Anime On Demand und Kaze, ja, gekauft hat. Mittlerweile ist es noch krasser gegangen, also Sony hat dann sogar noch Crunchyroll gekauft, also gehört jetzt quasi Sony, Anime On Demand, Kaze und Crunchyroll. Ja, und das hat natürlich eine schwerwiegende Folge, die wir alle, wenn wir ganz ehrlich sind, oder diejenigen, die zumindest in diesem Game drin sind, wir haben es alle schon irgendwo kommen sehen, ja, wir haben alle schon kommen sehen, dass das Ende von Anime On Demand nur noch eine Frage der Zeit ist. Wir haben es daran gemerkt, dass fast keine exklusiven Simulcasts mehr gelaufen sind. Ich glaube, es ist nicht mal mehr ein, in der Season, die jetzt gerade läuft, ist, glaube ich, kein einziger exklusiver Simulcast, der nicht mindestens auch auf Crunchyroll läuft. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber es hat sich dadurch schon abgezeichnet. Vor allem auch dadurch, dass wir ja gesehen haben, dass super viele Anime, selbst mit deutscher Synchro, die auf Anime On Demand eigentlich immer nur liefen, die sind mittlerweile auch vorhanden auf Crunchyroll. Und das wird bald noch weiter ausgebaut. Nach dem Ende von Anime On Demand werden noch mehr, beziehungsweise fast alle Serien, die es so auf Anime On Demand gibt, die werden rübergehen zu Crunchyroll. Auch unter anderem dann sehr wahrscheinlich Attack on Titan, Staffel 3, Staffel 2. Wird Staffel 4 auch werden? Naja, ich weiß nicht, da haben wir ja noch Wackern, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber all das ist die Sachen, oder sind die Sachen, die jetzt passieren werden. Die sind natürlich durchaus positiv für den Anime-Bereich, denn wie viele von euch haben es sich gewünscht und gesagt, ich will einfach nur einen saftig knaftigen, großen Anime-Streaming-Dienst haben. Warum kann das nicht Crunchyroll sein, der alles hat, deutsche Synchro, alle Simulcasts etc. Ja, ganz so krass ist es noch nicht im deutschsprachigen Raum. Ja, wir haben jetzt mindestens immer noch Wakanim, der daneben steht, Netflix nehme ich jetzt mal so beiseite, aber das ist wirklich schon krass, wenn das Ganze sich so weiterentwickelt. Ja, Crunchyroll hat da kein Monopol in diesem Sinne, auch wenn man natürlich darüber diskutieren kann, denn Wakanim gehört ja auch zu Sony, genauso wie Crunchyroll. Und ja, wie gesagt, es hat sich alles abgezeichnet in der letzten Zeit und ich glaube, der fundamentalste Grund, der essentiellste Grund, warum Crunchyroll auch irgendwie, ja, sich selbst hingerichtet hat. Das klingt so böse, wir haben ganz oft drüber gesprochen, ist natürlich, dass die Seite Crunchyroll, Anime On Demand meine ich natürlich, ja, warum sich Anime On Demand selber hingerichtet hat, ist ganz einfach, Leute. Es ist nämlich einfach, dass die Seite, ja, nicht mehr zeitgemäß ist. Da brauchen wir gar nicht groß drum herum reden. Das sind hitzige Diskussionen schon vor 3 Jahren gewesen. Ich erinnere mich daran, als ich wöchentlich auf die Folgen von Staffel 3 von Attack on Titan Part 1 reagiert habe. Selbst da kamen schon so häufig Beschwerden von euch, die gesagt haben, ey Kev, wie kann das denn sein? Im Jahr 2018 keine App. Ja, selbst heute, selbst im Jahr 2021 gibt es noch keine App für Anime On Demand und es wird auch keine mehr kommen. Das habe ich irgendwie halt auch gerochen. Ich wusste das nicht, also ich habe da nicht irgendwie Insider-Infos oder so gehabt, sondern ich habe das aber gerochen. Ich habe es kommen sehen und habe mir schon gedacht, dass das letzten Endes dann auch nichts mehr wird, sondern dass Anime On Demand so ein bisschen jetzt, ja, auslaufen wird, sage ich jetzt mal.
Ja, daher die Zeit, der absolute Ausfall aus der Zeit, sage ich jetzt mal so, hat das Ganze natürlich mit beflügelt. Dazu kommt, dass Anime On Demand einfach, wenn wir Netflix nicht dazu nehmen, der teuerste Anime, man kann es so sagen, der teuerste pure Anime-Streaming-Dienst gewesen ist. Und das eben trotz der Tatsache, ja, dass der Dienst in Form von App beispielsweise oder Apps und auch der Simulcast-Angebot, ja, das mangelhafteste gewesen ist. Anime On Demand konnte immer mit der deutschen Synchro glänzen, beziehungsweise das war so das Aushängeschild, was es sicherlich auch irgendwo am Leben gehalten hat. Und ja, das alles ist jetzt aber nichtig durch Crunchyroll, und so blicken wir jetzt einer Zeit entgegen, wo Crunchyroll das Ganze, ja, übernehmen wird. Ja, es gibt natürlich so Besonderheiten, beispielsweise werden sich viele von euch fragen, was ist denn jetzt los? Ich habe vor 2-3 Jahren die Attack on Titan Folgen beispielsweise gekauft für, ich weiß gar nicht, 2,99 € waren es, glaube ich, gekauft. Behalte ich die jetzt? Kann ich die weiterhin gucken? Und wenn ich das so richtig dem Dokument entnommen habe, dann muss ich da leider sagen, nee, die sind dann halt einfach weg. Die Seite ist weg und damit könnt ihr die Folgen ab dem 8. Dezember dann auch nicht mehr streamen. Und ja, da kann man jetzt sagen, ja, ich will mein Geld zurück, aber naja, Leute, wenn ihr nach 3 Jahren oder so, nachdem ihr die Folgen gekauft habt, aber vielleicht sogar länger bei anderen Serien, ja, bei 2,99 €, wie viel wollt ihr zurückhaben? 20 Cent? Klar, summiert sich sicher, aber nee, das wird natürlich nicht passieren. Ich habe keine Ahnung, ob das in den Bedingungen stand, sage ich jetzt mal, in dem Kaufvertrag stand oder dergleichen, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich habe da auf jeden Fall Verständnis für, kann aber auch die Leute verstehen, die da jetzt vielleicht ein bisschen verärgert sind. Es gibt wohl für alle Anime On Demand Abonnenten, die aktuell das abonniert haben, die kriegen auch einen Monat Crunchyroll umsonst. Ja, und es werden auch keine langfristigen Pakete mehr angeboten, also langfristige Pakete auf Anime On Demand, so, ja, dass ihr sagen könnt, hey, ich will jetzt aber ein Jahr Anime On Demand haben und dann will ich da, soll das auch alles kommen. Nee, das wird schon gar nicht mehr angeboten bei Anime On Demand, und das ist auch meiner Meinung nach richtig so. Jetzt aber noch so eine kleine persönliche Note von mir, die ich hier mit dranbringen möchte. Ich möchte nämlich einmal tatsächlich ganz großes, dickes, fettes Dankeschön sagen an Anime On Demand, an das Team von Anime On Demand und an die Seite selbst. Der Grund dafür ist für viele von euch vielleicht nicht ersichtlich, für die alten Hasen auf meinem Kanal aber sicherlich schon. Ich verbinde mit Anime On Demand, ich verbinde mit der Zeit, die ich bei diesem Streamingdienst verbracht habe und auch mit euch zusammen verbracht habe. Ja, wenn wir live reacted haben auf die neuesten Folgen von Attack on Titan, dann war das für mich immer ein Event. Das war für mich immer etwas Unglaubliches, etwas, worauf ich immer drauf hinausgefiebert habe, etwas, wo ich so viel Spaß und Passion und Leidenschaft reingesteckt habe, etwas, was ich halt nicht zurückbekomme oder was ich so nicht nochmal haben werde. Es war eine Zeit, in der so vieles bei mir noch anders war als heute, ja, also ganz, ganz viele private Faktoren waren auch komplett anders, und ich bin so ganz neu in dieses Anime-YouTube-Game reingekommen, und ja, heute sitzen wir hier, Leute, ja, wir haben Zahlen erreicht im letzten, eigentlich ist es ja sogar dieses Jahr noch gewesen, bei Final Season, mit über 2000 Leuten bei der Live-Reaction mit dabei. Es ist einfach nur krass, was abgelaufen ist, und wir sind einen richtig weiten Weg gegangen. Und Anime On Demand ist ein Teil dieses Weges gewesen, bis natürlich zum Ende von Attack on Titan Staffel 3 Part 2. Ja, sind wir verzweifelt, wir haben zusammen gelacht, uns gefreut, wir hatten vielleicht sogar die ein oder andere Träne zusammen, wenn etwas Krasses passiert ist bei den Folgen etc. Das ist alles etwas gewesen. Wir haben die Server, Leute, wir haben einfach die Server von Anime On Demand zum Absturz gebracht, gemeinsam. Und ich habe das wirklich, das ist jetzt kein Joke, Leute, ich habe das aus erster Hand von den lieben Mitarbeitern von Anime On Demand gehört, dass das wirklich an uns lag, als wir mit dem Stream wussten, die Folge ist da, bam, Link ist im Chat, rein da. Ja, wir waren das tatsächlich. Es ist eine Errungenschaft, die wir da geschaffen haben, und das sind einfach krasse Erinnerungen für mich, und die möchte ich natürlich nicht missen. Und dementsprechend ganz, ganz liebes Dankeschön an Anime On Demand und auch an das Team. Ja, das ist ist überhaupt keine Werbung hier, sondern das ist jetzt so ein Herzenspunkt hier, den ich an dieser Stelle sage. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Ich weiß, dass der ein oder andere oder die andere von Anime On Demand auch noch unterkommen wird bei Crunchyroll, und das freut mich natürlich, da hoffe ich, dass man sich auf Events dann auch nochmal sieht, was sicherlich der Fall sein wird. Alles in allem, ja, schließt sich jetzt das Kapitel eines der größten Anime-Streaming-Dienste in Deutschland, und ja, ein anderer Streaming-Dienst mit dem Namen Crunchyroll geht seinen Siegeszug weiter, Leute, und ja, wenn Wakanim jetzt auch noch irgendwie sich mit Crunchyroll fusioniert, ja, Freunde, dann haben wir da aber ein Monster in Form von Crunchyroll stehen, vom Allerfeinsten, ne, was das Angebot an Anime angeht.
wird den einen oder anderen von euch gefallen und dem anderen vielleicht nicht. Aber gut, Leute, das war's mit diesem News-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine persönliche Note. Ihr könnt ja gerne mal eure, das ist, glaube ich, ganz wichtig, Leute. Schreibt mal eure Erfahrungen, eure, egal ob positiv oder negativ, das ist eigentlich vollkommen egal, Leute. Schreibt mal eure Erfahrungen, eure Erinnerungen mit Anime On Demand unten in die Kommentarsektion. Vielleicht wart ihr ja sogar mit dabei. Die alten Hasen, die mit in den Livestreams dabei waren, schreibt mal unten gerne in die Kommentarsektion rein, was so eure Momente waren, wo wir vielleicht zusammen reacted haben, etc. Alles mal gerne unten rein. Nochmal so einen letzten Nostalgieschub, den wir hier haben. Ja, Leute, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze mit dem Däumchen nach oben supportet, kostenlos abonniert und ja, ihr kennt das ganze Spiel. Ich brauche es eigentlich gar nicht mehr sagen, oder? Also Leute, in diesem Sinne nochmal danke an Anime On Demand und das Team und Dankeschön auch an euch, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Küsse gehen besonders an euch raus, die das Video bis hierhin geguckt haben. Ja, und ich wünsche euch damit noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend und sage ciao und tschüss.